Großbanken zerschlagen darf kein Tabu sein. Sparkassenchef moniert Praxis am Finanzmarkt. Im Gegensatz zu den verantwortlichen Politikern hat sich der Präsident des Deutschen Sparkassenverbandes, Heinrich Hasis, jetzt in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch einmal mit den Ursachen der Wirtschaftskrise beschäftigt, statt lediglich die Auswirkungen mit Steuermitteln auszugleichen. Dabei kommt der Bankenchef auch zu anderen Forderungen als die etablierten Parteien. In dem Gespräch kritisierte Hasis, dass die Europäische Zentralbank zu viel billiges Geld in die europäischen Geschäftsbanken pumpe. Eine Liquiditätsschwemme sei bereits 2008 Ursache für die Finanzkrise gewesen. Eine wesentliche Ursache der Finanzkrise 2008 war zu viel Geld im Markt. Das ist in nicht werthaltige Investments geflossen und hat Preisblasen ausgelöst. Dieses Problem hatten auch deutsche Institute, auch Landesbanken. Deshalb müssen wir jetzt darauf achten, dass nicht wieder Geschäfte gemacht werden, die man unter normalen Umständen nicht machen würde. Billiges Geld verführt genau dazu. Wir müssen vor diesem Hintergrund auch den Immobilienmarkt in Deutschland kritisch beobachten. Hasis kritisierte überdies die Entwicklung hin zu Großbanken, die die Krise dauerhaft verschärften. Der Sparkassenchef räumte ein, dass es zwar großer, international agierender Banken bedürfe. Für gesunde wirtschaftliche Strukturen sei aber ein regional organisiertes Bankwesen erforderlich. In Deutschland würden dies die Sparkassen und Genossenschaftsbanken gewährleisten. Hasis lehnte in diesem Zusammenhang Steuergelder zur Bankenrettung ab und schlug stattdessen vor, Großbanken gegebenenfalls zu zerschlagen. Großbanken zerschlagen darf kein Tabu sein, so der Sparkassenverbandschef.